OAAD.de. One of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüß und hallo und willkommen zur neuen One of a day Folge. Ich habe ein Problem. Ich würde die Sega Retro Games, die sie da kostenfrei bzw. mit Inhaber Kauf, um die Werbung zu entfernen, veröffentlichen, wirklich gerne gut finden. Ich finde Retro-Spiele nämlich gut, aber ich finde diese Sega-Spiele nicht gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hätte ich damals so das vielleicht auf dem Sega, was weiß ich, Dreamcast oder wo auch immer das gespielt wurde, gespielt, dann wäre es vielleicht so dieses, hey, ich kann es jetzt wieder spielen. Keine Ahnung. Wenn man es mit dem Controller spielt, ist es vielleicht auch noch besser. Oder ich mag einfach eine andere Art Spiele, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen an diesem Tag und am folgenden Tag zwei Sega-Spiele. Heute Beyond Oasis Classic grundsätzlich erstmal gratis. 1,09 € ist der In-App-Kauf, erforderliche Versionsnummer 4.4 oder höher und aktuelle Versionsnummer der App 1.1.1. Und bei 1034 Gesamtbewertung gibt es eine Durchschnittssternbewertung von 4,4 Sternen. Es ist ein großartiges, episches Action-RPG. Ja, so wird es beschrieben. Begib dich in einem der epischsten RPGs von Sega auf ein zeitloses Abenteuer voller Entdeckungen und spannender Kämpfe. Beschwöre mit der Kraft eines magischen Armreifs Elementargeister, die dir beim Kampf gegen das Böse, das sich in deinem Land erhoben hat, zur Seite stehen. Ob in Festungen im Gebirge oder den düsteren Schattenlanden, hinter jeder Ecke erwarten dich spannende Entdeckungen, aber auch tödliche Gefahren. Dann gibt es noch Bosskämpfe, gigantische Bosse, um genau zu sein, Minispiele, um Power-Ups als Belohnung zu erhalten und so weiter und so fort. Wurde wohl damals gespielt auf dem Mega Drive. So heißt es, 1995, ist hier ein Retro-Review. Retro-Grafik steuert die Spielfigur. Das macht mir mit dem virtuellen Joystick null Spaß. Ich habe meinen Controller, den ich da habe, gekoppelt mit dem Xiaomi Mi 5S, dem Testgerät. Und ja, muss sagen, es macht ein bisschen mehr Spaß, aber auch dann, ich komme da irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht für mich, was es soll. Finde ich, wie gesagt, wie ich am Anfang ausgeführt habe, schade. Für kostenfrei kann man es sich auf jeden Fall mal angucken. Und wenn ihr vielleicht das damals auf dem Mega-Dingsbums-Sega-Teil da gespielt habt, vielleicht macht es euch ja Spaß, das jetzt auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet zu spielen. Deswegen trotzdem einfach mal eine Download-Empfehlung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.